Du bist Händler bei eBay, doch dein Umsatz will nicht so richtig. Dann empfehle ich dir, eBay Anzeigen zu schalten. Denn dieses Tool, was eBay uns hier an die Hand gibt, ist wirklich mächtig und hat sehr viele Vorteile. Ich zeige dir in diesem Video, wie du richtig Anzeigen bei eBay schaltest, um so deinen Profit zu steigern. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und lernen möchtest, wie du auf Marktplätzen Artikel verkaufst, wie du dir dein eigenes Online-Geschäft aufbauen kannst, dann abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So Freunde, dann lasst uns mal gemeinsam schauen, wie wir bei eBay Anzeigen schalten können, um mehr Sichtweite und Reichweite zu bekommen. So, dazu befinde ich mich hier jetzt in meinem Verkäufercockpit Pro und hier könnt ihr dann unter dem Menüpunkt Marketing auf Anzeigen klicken. Und dann kommen wir hier in das Cockpit von den Anzeigen. Hier seht ihr dann eure Statistik, wie viele Klicks, wie viele Impressionen getätigt werden, wie viele Klicks und wie viele Verkäufe. Also man sieht hier bei 4,5 Millionen Impressionen, das heißt, wie oft dieser Artikel eingeblendet wurde, wurden 8.500 Klicks erzeugt und dadurch sind 290 Verkäufe generiert worden. Das ist so in meinem Fall, das kann bei euch etwas anders aussehen. Und natürlich haben wir hier oben auch den Umsatz, der durch diese Anzeigen erwirtschaftet wurde von knapp 13.000 Euro und die Anzeigegebühr, also zusätzlich 619 Euro, die ich zusätzlich neben der normalen Verkaufsgebühr bezahlen muss. Aber es gibt Vorteile davon, erzähle ich euch gleich. So, wenn ihr dann eine neue Kampagne starten möchtet, also eine neue Anzeige schalten möchtet für einen Artikel, dann klickt ihr hier einfach auf Neue Kampagne erstellen. Dann habt ihr die Auswahl, dass ihr einzelne Angebote auswählen könnt oder ihr könnt gebündelte Angebote per CSV-Datei hochladen, so dass ihr da direkt ganz viele Angebote mitsteuern könnt. Wir machen das jetzt mit einem einzelnen Angebot, was wir auswählen. Und dann, wenn ihr ganz viele Angebote habt, könnt ihr das hier ganz bequem in der Suche eingeben. Da habe ich mir ausgesucht, dass wir hier das mal mit so einem Rasierer machen, mit so einem Testartikel. Und ja, wenn ihr das dann gefunden habt, könnt ihr hier anklicken und habt ihr jetzt viele Artikel, die ihr auswählen möchtet, dann könnt ihr hier die diversen Artikel auswählen natürlich und dann einen Tarif festlegen. So, in dieser Maske werdet ihr dann den Tarif auswählen. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Trendtarif zu wählen. Das wäre bei diesem Artikel. Es ist immer Kategorie- und Artikelabhängig. In dem Fall ist es ein Trendtarif. Trendtarif heißt, was andere Benutzer auch wählen, ja, um diesen Artikel zu verkaufen. Ich würde immer generell ein bisschen höher gehen als der Trendtarif, weil dann werdet ihr auch viel besser positioniert und steht vielleicht sogar ganz oben, ja. Habt ihr jetzt natürlich einen niedrigen Verkaufspreis und habt noch wenig Gewinn, dann würde ich mich vielleicht sogar hier mit dem Trendtarif zufrieden geben oder vielleicht ein bisschen niedriger, aber zumindest, dass es eine kleine Anzeige geschaltet ist, so rankt ihr auf jeden Fall besser und werdet besser gelistet in der Suche. Habt ihr jetzt aber eine gute Gewinnspanne, dann könnt ihr das natürlich ein bisschen höher variieren. Ich mache normalerweise ein paar Prozent mehr. Habt ihr jetzt richtig guten Gewinn, wo noch ganz viel für euch überbleibt, dann würde ich sogar das Doppelte machen, ja? Also in dem Fall sogar 10%. Das heißt, wir geben jetzt 4,99 an eBay zusätzlich an Anzeigengebühr, wenn wir diesen Artikel verkaufen. Das heißt, wir zahlen nur, wenn dieser Artikel auch verkauft wird. Die Anzeigengebühr wird nur dann erst abgegeben. Was aber nicht zu vergessen ist, ist die Verkaufsprovision bei dem Artikel vielleicht 10%. Die fällt auch noch an. Das heißt, ihr müsst quasi doppelt bezahlen. Was aber der Vorteil ist, wenn ein Kunde das widerrufen sollte, dann würdet ihr die Anzeigengebühr und auch die Verkaufsprovision, die Verkaufsgebühr zurückbekommen. Das heißt, ihr zahlt hier wirklich nur für Marketingzwecke und Kampagnen, nur wenn ihr wirklich Artikel auch verkauft. Das ist nicht wie bei Google, dass man da pro Klick bezahlt oder auch Amazon ist das so. Nee, hier ist es wirklich so, dass ihr da nur bezahlt, wenn ihr auch was verkauft habt. Und im Falle eines Widerrufs habt ihr wirklich den Vorteil, dass ihr das ganze Geld auch dann wiederbekommt.
So, wenn ihr das Ganze dann hier, wie gesagt, eingestellt habt, dann könnt ihr hier nochmal auf Prüfen klicken. Dann wird das Ganze hier nochmal angezeigt, beziehungsweise hier könnt ihr noch den Namen der Kampagne auswählen. Ich mache da mal 2020 und dann könnt ihr das Ganze kostenpflichtig einstellen. So viel zu den Anzeigen bei eBay. Ihr werdet damit definitiv mehr Erfolge haben und mehr Verkäufe tätigen können, als nur eine normale Anzeige zu haben, weil sehr viele positionieren sich mit Anzeigen natürlich ganz oben. Und wenn man dann auf der dritten oder fünften Seite erst gelistet wird bei eBay, dann wird man natürlich eine we wesentlich niedrigere Verkaufschance haben als mit einer Anzeige, wo man dann an Platz 10 oder vielleicht noch höher ist. So viel dazu. Wenn dir das Video gefallen hat und hilfreich war, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn du Erfahrungen damit gesammelt hast oder vielleicht sogar Fragen hast, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte so schnell wie möglich. Abonniere gerne auch diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Drücke die Glocke, um immer up to date zu bleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.